Hallo liebe Campingfreunde, hallo liebe Weinfreunde, herzlich willkommen in der Pfalz vor dem Weingut Fitzschneider in Edenkoben. Richtig. Ich bin immer irritiert, weil in der Promobil-App steht Fritzschneider. Das heißt aber Fitzschneider. Genau. Ja. Also, wir befinden uns in Edenkoben in der Südpfalz und es ist einfach wunderschön hier. Das kann ich schon gerade sagen, ihr müsst unbedingt herkommen. Es gibt ein Weingut nach dem anderen und wir haben eins der schönsten erwischt, glaube ich. Zumindest was den Wohnmobilstellplatz angeht. Es gibt 12 Standplätze insgesamt. Man kann mit Wohnmobil oder Wohnanhänger herkommen. Die Plätze sind entweder auf Schotter oder auf Wiese, relativ eben. Mit Blick in die Weinberge. Hügel. Ja, mit Blick in die Weinberge und in den Pfälzer Wald hinein und in den Rhein, in das Rheintal hinein. Also es ist schon traumhaft schön hier. Ja, das ist so überhaupt nichts. Also die wärmste Region Deutschlands, das müsst ihr euch einfach angucken. Hier wachsen Zitronen, Mandeln, Orangen, Feigen. Es ist unglaublich. Es ist die Toskana Deutschlands, wie ich gerade eben gelernt habe. So. Ja, die Südpfalz. Also, wie gesagt, zum Weingut und zum Stellplatz. Es sind 12 Stellplätze für Wohnmobil oder Wohnanhänger. Es gibt Strom für jeden, pauschal. Richtig. Es gibt Toiletten, es gibt Duschen, es gibt einen Brötchenservice, es gibt super fantastisches WLAN. Das ist für den einen oder anderen ja auch nicht so unwichtig. Ja, kostenlos. Und das alles im Preis von 14 Euro inbegriffen. Man muss nichts extra bezahlen, keine Versorgung, keine Entsorgung. Es ist alles da, was man braucht und eben alles im Preis inklusive. Zwei Personen, Hunde auch. Jede weitere Person, die mitkommt, kostet 3 Euro separat. Ja. So. Und im Duschhäuschen gibt es einen Kühlschrank. Im Duschhäuschen gibt es. Ja, es ist das halt so. Das klingt aber lustig. Ja, es klingt lustig, aber es ist so, da ist ein Kühlschrank. Und da wird natürlich der Wein gekühlt, der hier ausgeschenkt wird, den man hier auch kaufen kann, den man sich da auch rausnehmen kann und natürlich auch bezahlen muss, das ist ganz klar. Aber der ist lecker. Wenn ihr übrigens Wein für 60 Euro einkauft, dann könnt ihr hier eine Nacht umsonst stehen. Ist auch nicht schlecht. Ja, aber nicht gleich den ganzen Wein auf einmal austrinken. Der ist zwar richtig lecker, aber nehmt euch lieber noch was mit nach Hause. So, und hier, also Ausflugsziele gibt es hier natürlich ringsherum genügend. Ja? Also man kann die Ludwigshöhe sich angucken mit der Riedburg, kann da hochlaufen. Man kann auch mit der Sesselbahn, mit der Riedburgbahn auf die Riedburg fahren. Ja. Das kann man auch machen. Man kann sich natürlich die Ortschaften hier ringsherum angucken, Edenkoben selbst oder auch hier St. Martin ist nicht weit. Schloss Rot, ja. Hambacher Schloss, wolltest du sagen. Hambacher Schloss ist nicht weit. Alles mit dem Fahrrad oder auch zu Fuß. Wer gern wandert, kann das auch zu Fuß machen. Und Fahrradfahren ist hier überhaupt das Beste. Durch die Weinberge durch. Ihr könnt auch Picknick machen zwischendurch in den Weinbergen. Und das ist alles einfach so schön hier. Ja. Also man kann gar nichts anderes, aber wo es schön ist, sind viele Leute. Freunde, reserviert euch einen Platz. Ja. Egal, wo ihr hin wollt, wenn es irgendwie am Wochenende ist oder ein Feiertag dazwischen liegt, ruft an und reserviert euch ein Plätzchen, sonst wird es ein bisschen knirsch und dann steht ihr am Ende da und habt keinen Platz mehr und könnt nicht durch die Weinberge radeln. Das wäre schade. Also lieber vorher im Internet gucken und anrufen und einen Platz reservieren. Das wäre gut. Genau. So, und weil es an diesem Platz hier nichts zu meckern gibt, geben wir 10 Leni und Toni Sterne. Ja, also hier ist wirklich, hier gibt es wirklich nichts zu meckern und deswegen 10 Sterne. Absolut. Kommt her, guckt selber, genießt die Zeit und... Ja, genießt die Zeit und nehmt euch viel Zeit, weil hier ist man nicht mal eben nach einem Tag wieder zum Weiterfahren bereit, weil es so viel zu sehen und zu erleben gibt und zwischendurch muss man ja mal die Füße hochlegen und einen Wein trinken. Genau. So. Also. Denn, was haben wir gestern gelernt? Wasser macht weise, lustig der Wein, drum trinken wir beides, denn genauso soll es sein. In diesem Sinne, schönen Urlaub, schöne Fahrt durch die Pfalz und bis bald. Macht's gut. Tschüss.